Wie gehst du als Kajakfahrer mit Welle um? Diese drei grundlegenden Tipps helfen dir, den Kopf über Wasser zu halten, wenn es etwas wilder wird. Wir sind drei begeisterte Kajaklehrer von der Kanuschule Versam. Mit diesen Lernvideos wollen wir unsere Leidenschaft für das Kajakfahren mit dir teilen. Der erste Tipp, um stabil durch die Welle zu gleiten, ist aufrecht und aktiv im Kajak zu sitzen, besonders wenn es wilder wird. Der Trick besteht darin, sich zu erlauben, das Boot und die Hüfte mehr zu bewegen als den Kopf. Hier kann man gut sehen, dass der Kopf über dem Kajak sehr ruhig bleibt und das Boot sich frei bewegen kann. Mit einer guten, stabilen Sitzposition musst du viel weniger paddeln und kannst dich auf die relevanten Paddelschläge konzentrieren. Mehr zu diesem Thema erfährst du in dem Video mit dem Titel „Die richtige Sitzposition im Kajak und Paddle ohne Rücklage“. Größere und brechende Wellen erfordern eine aktive Herangehensweise. Der Grund ist, dass der weiße Teil der Welle das Boot und den Körper des Paddlers trifft. Der Impact wirft der Paddler in die Rückenlage und in dieser Position wird er instabil und kann umkippen. Wenn du dein Kajak im 90 Grad Winkel zur Welle ausrichtest und beschleunigst, hast du die besten Chancen, stabil durch große brechende Wellen zu fahren. Mit gut getimten Paddelschlägen kommst du effizient durch die Wellen. Setze einen Paddelschlag kurz vor oder am höchsten Punkt der Welle ein, um einen letzten Geschwindigkeitsschub zu geben, bevor der weiße Schaumimpact kommt. Bei großen brechenden Wellen kannst du deinen Körper zwischen diesen beiden Paddelschlägen aktiv nach vorne bringen. Dadurch hat die Welle weniger Einfluss auf dich und bleibst du in einer stabilen, aktiven Position. Der einfachste Linie durch die Stromschnelle führt über das V. Das V wird durch laterale Welle gebildet. Eine laterale Welle verläuft nicht quer zur Hauptströmung, sondern schräg. Folge dem V und komme sicher an. Viel Erfolg mit diesen ersten grundlegenden Tipps. Im nächsten Video lernst du, wie du mit verschiedenen Winkeln durch die Wellen navigieren kannst und wie man mit lateralen Wellen beim Kehrwasserfahren umgeht. In einem mehrtägigen Kurs machst du schneller Fortschritte. Da unsere Gruppen nur aus maximal 5 Personen bestehen, profitierst du von individuellen Tipps. Wir begrüßen dich zu einem Kajak-, Kanu- oder Packkraftkurs bei uns in der Rheinschlucht.